In ihrem neuen Buch spricht Treibel vom Integrationsparadox. Alle fordern, Einwanderer sollen sich schnell integrieren. Wenn sie es aber tun und dann sagen, ich bin Deutscher, ist's auch nicht recht. Einer, der die Probleme kennt, ist der Schauspieler und Autor Tox Körner. Als einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters ist Körner in Ost-Berlin geboren, vor der Wende in den Westen geflohen und lebt jetzt wieder in Berlin. Trotz seiner typisch deutschen Biografie fühlt Körner sich noch lange nicht als Deutscher anerkannt. Ich bin ja voll integriert, ich bin ja aufgewachsen. Und ich erfahre tagtäglich, dass wir da noch sehr viel Arbeit vor uns haben. Egal, wo ich hinkomme, egal, wer mich begegne, der erste Gedanke ist, ach Mensch, wo kommt der denn her? Und die Erwartung, die damit verbunden ist, ist auf jeden Fall woanders, nicht Deutschland. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Berlin oder ich komme aus Berlin, dann tritt da scheinbar eine Enttäuschung ein. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die der andere, das Gegenüber, irgendwie hart verteidigt. Wann geben wir jemandem die Zuschreibung, er ist jetzt ein Deutscher? Ich glaube, da muss sich Deutschland massiv verändern, denn im Moment ist das bei uns schlicht nicht vorgesehen. Ich glaube, das kann man schon so über einen Kamm scheren. Bei uns ist es nicht vorgesehen. Sie können sich einbürgern, Sie haben den Pass, Sie lernen die Sprache, Sie haben einen Job, aber ein richtiger Deutscher sind Sie trotzdem noch nicht. Dann sind Sie ein sogenannter Passdeutscher. Ich glaube, da müssen wir uns massiv verändern, um eine andere Identität zu entwickeln als Einwanderungsland. Da müssen wir wirklich lernen von Amerika, von Kanada, von den klassischen Einwanderungsländern.